Frische Pasta selber machen ist natürlich gar nicht so schwer, man braucht nur ein bisschen Muskelkraft. Und wir zeigen euch heute, wie man richtig tolle, frühlingshafte Pasta machen kann mit selber gemachten Nudeln und ganz ohne Nudelmaschine. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Freut mich, dass ihr heute dabei seid bei unserer Frühlingssendung da in Seekirchen. Und zwar gibt es natürlich da eine Zutat im Frühling, um die komme ich als Koch leider nicht herum. Das ist der Bärlauch. Und da schauen wir heute zu einer Käserei, die einen richtig genialen Bärlauchkäse macht. Und da werden wir jetzt hinfahren. Bevor wir jetzt beim Mattigtaler Käse reinschauen, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir da nichts reinbringen, außer mich natürlich. Gar nicht so leicht, aber jetzt. Boah, ich sehe, ihr seid da schon voll in der Produktion. Ja, machen da gerade Bärlauchfrischkäse. Boah, richtig frühlingshaft. Schaut, das haben wir alles früher. Haben wir den heute schon gepflückt und jetzt füllen wir ihn gleich mit dem Käse ab. Was rechnet man ungefähr bei der Käseerzeugung? Was ist so der Zeitraum? Wie lange braucht das ungefähr? Also gestern haben wir die Milch gemolken und heute früh haben wir mit der Käsung angefangen. Zuerst wird die Milch pasteurisiert, dann werden Milchsäurebakterien zugesetzt und das Lab, dass die Milch dick gelegt wird. Und bis jetzt vergangen ca. 3 Stunden. Okay, von also der flott. Genau, ja. Ich habe auch gesehen, ihr habt eine riesen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ja. Ja, was speist das bei euch alles? Also bei uns wird der ganze landwirtschaftliche Betrieb der Photovoltaik versorgt, der Verarbeitungsbetrieb, unsere Wohnhäuser werden versorgt mit der Photovoltaik. Da hängen wir auf einen Zähler drauf und da können wir über den Strom, was wir selber erzeugen, können wir auch selber nutzen. Also das heißt, ihr seid ja eigentlich mit so einer großen Anlage energieautark. Also in der Bilanz haben wir energieautark. Aber wenn die Sonne nicht scheint oder in der Nacht, haben wir natürlich keinen Strom, weil wir den Strom noch nicht speichern können. Aber sobald am Morgen die ersten Sonnenstrahlen ausleuchten, sind wir eigentlich immer sofort energieautark. Genau, also ja. Das Beste war natürlich ein super Frühlingswetter. Das ist für alle gut, ja. Und das ist jetzt auch der Bärlauchkäse, mit dem jetzt mit deiner Frau kochen darf? Der noch nicht ganz, wir haben schon vorbereitet, weil der muss noch bis morgen fertig entmolken und säuern. Und salzen müssen wir auch noch. Und wir haben schon vorbereitet, dass wir den dann verkochen können in der Küche. Hallo, grüß dich. Hallo Markus. So, bin da zu meinem Arbeitsauftrag. Schön, dass du da bist. Bärlauchkäse verkochen, ja. Und Pasta machen, möchtest du gern? Genau. Glaube ich, kriegen wir hin. Ja. Bärlauch, wieso nimmst du den so gern? Ich liebe den Bärlauch. Ich freue mich jetzt, wenn der Frühling kommt und der Bärlauch in meine Küche einziehen darf. Ja. Er ist so vielseitig, also man kann Käse machen, man kann Aufstrich machen, ja. Voll lecker. Ja, und heute brauchen wir aber Pasta. Ja. Und die Pasta ist ja eigentlich was, wo alle immer viel zu viel Angst haben davor. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Mehl, du brauchst Eier, du brauchst ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz und in unserem Fall ein Kurkuma. Kurkuma gehört zu den Ingwergewächsen und seit Jahrhunderten ist er in Indien schon ein Heilmittel. Auch in der Ayurveda-Lehre ist er ein fester Bestandteil. So um das 14. Jahrhundert ist er dann auch in Europa bekannt worden. Er wächst als eine große Staude und gern in tropischen Gebieten. Hauptsächlich wird er in Indien angebaut und verwendet wird der Wurzelstock, der so eine ganz starke orange-gelbe Farbe hat. Und das ist auch der besondere Wirkstoff Kurkumin, dieser Farbstoff,
der ganz viele gesundheitsförderliche Eigenschaften hat. Zum einen wirkt der Stoffwechsel anregend, hat eine starke entzündungshemmende Eigenschaft, fördert die Verdauung, wirkt leberschonend, hat eine antioxidative Wirkung und stärkt dann unser Immunsystem. Curcumin, der Farbstoff, ist nicht wasserlöslich. Das heißt, die Bioverfügbarkeit erhöht sich, wenn man den Kurkuma zum Beispiel in warmem Öl erwärmt oder in jedem Fall zu jedem Gericht ein bisschen Fett dazu gibt. Kurkuma kann man für ganz viele Gerichte verwenden. Er hat eine ganz gute würzige Note, einen ganz leichten, erdigen, bitteren Geschmack und ist Hauptbestandteil von allen Currymischungen. Man kann ihn in alle Reisgerichte geben, in Gemüsegerichte, in Suppen. Man kann aber auch die goldene Milch daraus herstellen. Da kommt zum Beispiel noch Ingwer und andere Gewürze dazu und es ist ein absolutes Immungetränk. Weil der Kurkuma gibt dem natürlich noch mehr knallige Farbe. Ja, und da macht es den Tag richtig gelb. Wir starten mit unserem Mehl. Das sollte eigentlich sein doppelgriffiges oder doppelt gemahlener Grieß. Da gibt es dann so einen eigenen Hartweizengrieß, der ist super für Pasta. Und jetzt nehmen wir die Schüssel gleich und machen uns mit der Schüssel diese Kerbe. Ja. Ja. Und dann brauchen wir da nicht mit der Hand umeinander werken. Und da kommen wir jetzt gleich die Eier rein. Rezept, relativ einfach, gibt es eine Faustregel. 100 Gramm Mehl, ein Ei. Das ist die ganze Hexerei. Und pro 100 Gramm ungefähr so, ja, ich nehme immer so 10 Gramm Wasser ungefähr, also gerade so einen Schluck. Dann geben wir dazu eine Prise Salz und dann auch noch ein bisschen an Kurkuma, damit das Ganze schön einfärbt. Dann kriegen wir eine richtig schöne, knallige, gelbe Pasta. Und dann starten wir eigentlich und verrühren das Ei in der Mitte, verquirlen das und nehmen dann immer vom Rand ein bisschen was von diesem Grieß dazu und so machen wir den Teig quasi ganz langsam immer dicker, bis er dann so dick ist, dass wir mit der Hand dazugehen können. So, und jetzt kannst du anfangen zum Kneten, weil jetzt haben wir schon eine ganz ordentlich kompakte Masse. Ja, super. Genau, und jetzt schauen wir mal, dass wir alles aufarbeiten. Du, Markus, ist ja nicht zu batzig. Ja, warten wir, ein bisschen auskneten. Und wenn der anfängt zu kleistern, dann zieht der so schnell an, wenn du zu schnell Mehl dazu gibst, dann wird er da zu fest. Verstehe. Lieber nachher ein bisschen was nachgeben. Dann ein bisschen in den Mehl walzt. Jetzt gefällt er mir schon besser. Ja, und dann? Das ist schön, gell, wenn man am Anfang so schön batzige Finger hat. Ja, weil du mir die Drecksarbeit machen lassen hast, Markus. Ja. Danke. Ich habe ja schon gewusst, warum ich dich an dem Punkt einsteigen lasse, damit du nämlich das machen darfst. So, und jetzt da sind wir an dem Punkt. Nudelteig fertig. Und so sieht er ausschauen. Also du siehst, hätten wir jetzt zu schnell ein Mehl dazugeben, dann hätten wir jetzt einen ganz harten Klumpen. Ja. Und das ist der Grund, warum sich viele nicht trauen und daheim einen Nudelteig machen, weil den holst du nicht mehr aus. Gell? Wenn der jetzt ruht im Kühlschrank, nämlich tun wir jetzt ein bisschen eine Stunde im Kühlschrank, gell? Dann zieht der natürlich noch mehr an und wird ein bisschen fester, aber er ist dann trotzdem noch so weich, dass der ganz leicht zum Ausrühren geht. Gell? Sonst blockst du den natürlich unglaublich. Während der Teig jetzt rastet im Kühlschrank, machen wir jetzt unsere Soße ganz frühlingshaft. Aber für das müssen wir ein bisschen was schneiden. Das heißt, wir brauchen ein paar Schalotten fein geschnitten, dann Karotten und gelbe Rüben ganz fein gewürfelt. Und als dritten Gemüsepart brauchen wir auch unseren Stangensellerie. Der Stangensellerie kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und gemeinsam mit dem Knollensellerie kehrt er zu den Doldenblütlern. Er ist ein richtiges Diätgemüse, so wird er auch oft bezeichnet. Er besteht nämlich zu 90% aus Wasser, hat aber ganz viel Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine. Ganz besonders hervorzuheben ist da das Vitamin B5, das ist die Pantothensäure und direkt unseren Energiestoffwechsel an. Aber auch B7, das Biotin, ist super für Haut und Haare. Vitamin C hat er enthalten und Folsäure, hat somit eine antioxidative Wirkung. Aber auch ganz viel Kalium hat er enthalten, mit dem punktet er nämlich so richtig, das kurbelt unseren Wasserhaushalt an und soll auch gegen Gicht und Rheuma wirken. Außerdem hat er noch Bitterstoffe enthalten, die sogenannten Terpene, die sind super für unser Leber, und ätherische Öle, die antibakteriell wirken. Die Frische des Stangensellerie bemerkt man, indem diese fleischigen Stängeln knacken. Bei einer Überlagerung lassen sie sich eher biegen. Man kann ihn roh oder gedünstet verwenden, für Aufläufe, für Suppen, für Smoothies oder man knabbert ihn einfach zwischendurch als gesunden Snack.
Von unserem Stangensellerie brauchen wir jetzt einfach zwei Stangen für uns. Und auch, ganz toll, das Grün von dem Stangensellerie, das nehme ich ganz gern her dann zum Dekorieren, weil das natürlich eine super schöne Farbe gibt. Also gut, dass du mit hast, aber Sellerie ist wirklich nicht so meins und ich bin schon gespannt, wie das im Geschmack entwickelt in der Soße. Ja, du wirst sehen, ich werde dich davon überzeugen, dass das was Tolles ist in der Soße. Beim Putzen vom Stangensellerie mache ich das immer so, dass ich den nicht schäle, man könnte ihn auch einfach nur schälen, aber da verliert man dann relativ viel von dem Stangensellerie und ich ziehe einfach nur mit dem Messer hinten diese Fäden, diese 10 Fäden aus den Lamellen raus quasi. Und das reicht dann eigentlich schon aus, dass man den wunderbar schneiden kann und dann hat man natürlich das dann beim Essen mit dabei. Aber du brauchst dir heute gar nicht solche Sorgen machen um den Stangensellerie, weil den wirst du heute nur dezent schmecken, weil am meisten ist heute ganz sicher der Bärlauch zum Schmecken im Gericht, weil der natürlich am kräftigsten ist. Den verwenden wir bei uns jetzt da in unserem Gericht mehr als Gewürz, darum schneiden wir den so hauchdünn, weil den geben wir dann roh dazu ganz am Schluss, dass das dann so richtig schön seinen Geschmack abgibt. Du und ich habe ja heute schon zugeschaut beim Bärlauchkäse produzieren. Wo kriegst du den ganzen Bärlauch für den Käse her? Die Bärlauchbeauftragten bei uns sind der Opa und unsere Laura und die gehen regelmäßig Bärlauch pflücken. Wir haben ausgewählte Platzerl, die was biozertifiziert haben und da kriegen wir unseren Bärlauch her. Da haben wir das Blocker, schau, da haben schöne. Da haben wir jetzt Blatt extra Blocker, so haben wir. Großes. Da hast du aber jetzt ein großes erwischt. Ja? Aber passt das? Ja, da haben wir das weg. So haben wir es ein. So passt es. Wir wollen nur die Blätter. Die Stängel brauchen wir eigentlich nicht. Der Bärlauch gehört zu den Liliengewächsen und er wächst genau richtig jetzt im Frühling, wo uns die Frühjahrsmüdigkeit vertreibt und uns ganz viel Kraft schenkt. Er hat Vitamin C enthalten, aber auch Kalium, was den Wasserhaushalt super ankurbelt. Ganz besonders am Bärlauch ist das schwefelhältige ätherische Lauchöl. Das hat ganz viel gesundheitsförderliche Eigenschaften. Es soll blutreinigend wirken, regt den Blutfluss an, soll den Cholesterinspiegel senken, aber auch Atherosklerose vorbeugen. Es regt den Stoffwechsel an und kurbelt nochmal richtig die Verdauung an. Außerdem ist Bärlauch nur eine Eisenpflanze. Das heißt, er hat eine biologische Formel, was das Eisen nochmal besser einschleust. Wichtig ist nur, dass man jedes Blatt einzeln pflückt, um eine Verwechslung vorzubeugen, aber auch den Bestand zu schützen. Den Bärlauch erkennt man ganz leicht. Die Vorderseite des Bärlauches ist glänzend und die Hinterseite des Bärlauches ist matt. Außerdem hat er eine markante Blattmittelrippe. Vom Bärlauch kann man super die Blüten verwenden. Da sind es jetzt Knospen, aber die gehen dann auf, sind schöne weiße Blüten für einen Salat, sind super würzig. Man kann aber auch die Wurzel verwenden als Knoblauchzehenersatz und die Blätter roh oder gedünstet in Gemüse, in Suppen oder in Aufstrichen. Jetzt würfeln wir noch unseren Bärlauchkäse in so Zentimeter große Würfel und dann werden wir in der Pfanne ein bisschen Olivenöl heiß machen, schwitzen dort als allererstes unsere Schalottenwürfel an, geben dann relativ zügig dazu unsere Karotten und gelbe Rübenwürfel. Das ergänzen wir dann mit unserem Sellerie, den wir in Würfel geschnitten haben, lassen das dann ganz glasig anschwitzen, löschen das dann ab mit einem Schuss Weißwein, den wir dann verkochen lassen, bis natürlich der Alkohol verflogen ist. Gießen das dann auf mit ein bisschen einer Gemüsebrühe, geben dann ein paar Safranfäden dazu. Das gibt noch einmal so diesen extra Geschmack, färbt uns das natürlich auch noch einmal ein bisschen gelb. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen runter reduzieren, bis unser Gemüse weich ist und gießen das Ganze noch mit ein bisschen Schlagobers auf. Dann wird das natürlich nachher umso cremiger. Super ist der, gell? Auf den bist du jetzt, gell? Ja, oder? Was sagst du? Wunderschön. Sagst. Und jetzt kann man das nämlich auch, schau, den kann man jetzt auch mit der Hand schon sehr weit ausklopfen. Dann kann man den ein bisschen in eine schöne Form bringen. So, jetzt bauen wir das Nudelholz und dann geht's dahin. Da kann man sich natürlich jetzt spülen, welche Form das man haben will, wie lang die Nudeln sein sollen, ob es kurz oder lang. Was nur wichtig ist, man muss immer schauen, dass man gut mit Mehl arbeitet, weil er natürlich von der Konsistenz her, ja, klar, schon weich ist. Ja? Und wenn du dann zu wenig Mehl hast, fängt er natürlich an, dann wieder zu kleben. Wir schneiden heute sehr breite Nudeln, weil das für so eine Pasta
die wo viel Soße aufnehmen soll und wirklich sie die ganze Soße schön um die Pasta legen soll, ist immer besser, entweder eine Pasta haben, die Öffnungen hat, gell, wie Penne oder solche Sachen, oder man macht wirklich ganz breite Nudeln. Und dann wird das natürlich viel intensiver, die ganze Pasta. Die Pasta ist jetzt geschnitten, das heißt, jetzt kann es eigentlich relativ knackig gehen. Das heißt, jetzt können wir die Soße wieder aufstellen. Und ganz wichtig, ich habe noch einen Energiespartipp für euch. Am besten natürlich Induktion verwenden, spart natürlich am meisten Energie, weil die Glühplatten sind immer an. Die Induktion arbeitet nur, wenn sie wirklich gebraucht wird. Und ganz wichtig, Nudelwasser, Deckel drauf. Wir können jetzt die Nudeln direkt kochen, dauert ungefähr 30 Sekunden, also geht sehr schnell. Dann rein in unsere Soße, durchschwenken, Bärlauchkäse oben drüber und dann anrichten und zum Schluss noch unseren Sellerie zur Garnitur und dann können wir schon genießen. Und dann würde ich sagen, verkosten wir mal, oder? Bin schon ganz gespannt. Schauen wir mal, bitteschön. Mag gut. Super, gell? Und wenn Sie über unsere Pasta-Sendung heute ein bisschen mehr erfahren wollt, dann da klicken. Und ist der Sellerie so schlimm? Na gar nicht. Nicht, oder? Nein, ist voll lecker.